So Leute, heute gibt es eine Reaction von mir und zwar reagiere ich nicht auf jemand anderes, ja, auf ein Video von einem anderen YouTuber oder so, sondern ich reagiere auf mein eigenes Video. Das hat den Grund, weil ich das Gefühl hatte, dass die letzten Videos, die ich gemacht habe, als ich bei den Friseuren zu Gast war, nicht den größten Mehrwert hatten. Da war eher so der Entertainment-Faktor irgendwie größer und da habe ich gedacht, komm, ich mache nochmal eine Reaction auf mein eigenes Video, damit ich euch nochmal einen größeren Mehrwert bieten kann und ich euch einfach ein paar Informationen geben kann, wie es mir tatsächlich ergangen ist. Denn wenn irgendjemand von euch sich jetzt zum Beispiel für Thema X interessiert, dann kann er durch dieses Video einfach nochmal einen größeren Mehrwert ziehen. Also, heute starten wir mit dem Video Braids machen. Ich habe mir Braids machen lassen und ich würde sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Jo Leute, heute stehen wir vor Radies Barbershop und heute herrscht ein bisschen anderer Vibe. Kurz zu Radies Barbershop. Rami, sorry, ja, mein Barber, der normalerweise meinen Bart macht, ja, das war jetzt meine Ausnahme, dass ich dir da fremdgegangen bin. Man sieht auch schon gerade eben auf dem gezeichneten und auch hier, das Klientel ist in dem Barbershop natürlich ein anderes, ja. Also da sind die Latinos, die Südamerikaner aus Berlin, die gehen halt zu Rady zum Barbershop, weil der halt natürlich auch von der Expertise ein bisschen was anderes auf dem Kasten hat als manch andere Barbershops. Leute, wie geil. Sieht einfach original aus wie Nelly, der Typ. Fehlt nur noch das Pflaster auf der Stirn. Aber wie ihr sehen könnt, Leute, da sind ein paar, da sind andere Leute zu Gast. Die Zielgruppe ist eine andere bei Radium Barbershop, weil er halt auch wirklich, ja, für Afroamerikaner eine Expertise hat, egal ob man jetzt die Haare glättet, Braids macht, Cornrows oder was auch immer, die haben einfach andere Leute da am Start, die halt deine Haare auch, oder die halt wissen, wie sie mit den Haaren umzugehen haben, weil sie halt selbst solche Haare haben. Ja? Sorry an dieser Stelle schon mal für den Ton, der war tatsächlich dort nicht optimal, weil es da relativ laut war im Barbershop. Und ich werde mir heute nicht nur meinen Bart, meine Augenbrauen machen, sondern ich bekomme auch Braids gemacht. Wird ein bisschen länger dauern, aber ich bin schon richtig gespannt. Also Feeling ist auf jeden Fall ein bisschen anders, aber ich freue mich schon. Man sieht schon hier meine Haare. Ich habe meine Haare nicht gemacht an diesem Tag. Ich habe einfach nur meine Haare gewaschen, ganz normal mit Shampoo und Conditioner und habe dann ein bisschen Haaröl in die Haare reingemacht. Wenn du dir nämlich Braids machen sollst oder wenn du überlegst, die Braids zu machen, dann empfehle ich dir auch das, nichts in die Haare reinzumachen, denn die Haare sollten einfach so sein, wie sie sind. Genau, und ich hatte dann, wollte dann sowohl Braids, Bart als auch meine Augenbrauen machen lassen. Eigentlich in der Reihenfolge auch, aber das hat leider nicht ganz so geklappt, weil die Dame, die mir Braids machen wollte, die hat irgendwie verschlafen. Ja. Das ist ja in Südamerika manchmal so, dass die es nicht ganz genau mit der Zeit haben. Ja, Grüße gehen raus an meine Freundin. Die hat nämlich übrigens Radies Barbershop empfohlen. Meine Freundin ist Südamerikanerin, sie kannte Rady durch einen Freund und dann hat sie gesagt, hey Daniel, probier das doch ganz doch einfach mal aus, mach das doch ganz einfach mal. Und nochmal kurz zum Hintergrund, warum ich das eigentlich gemacht habe. Ich habe das aus dem Grund gemacht, weil ich, solange ich noch lange Haare habe, einfach mal alles ausprobieren möchte. Ja? Und ich habe gedacht, hey, why not? Ja. Und so sah mein Bart vorher aus. Ja, ich hatte schon einen guten, vollen Bart. Bevor es jetzt losgeht mit dem Braids, der erste Bart. Ich muss an dieser Stelle sagen, jeder Barber hat natürlich seinen eigenen Stil, ja, wie er den Bart schneidet. Und auch seine Vorgehensweise, das ist natürlich immer von Barbershop zu Barbershop unterschiedlich. Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Dieses Haarspray, also der Rady hat irgendwie den Bart noch fixiert, ja, mit so einem, ich weiß nicht, so einem Florida-Spray oder so, das hat auf jeden Fall nach Karibik gerochen.
Ich muss sagen, ich war nach dem, also der hat meinen Bart etwas kürzer gemacht, als ich das normalerweise gewohnt bin. Ich persönlich hatte, war also zum Zeitpunkt X, als ich da war, echt ganz zufrieden damit. Als ich dann zu Hause war, war ich nicht mehr ganz so zufrieden mit dem Bart, weil hier so eine kleine Kante drin war an der Seite. Aber wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Stil, wie er den Bart schneidet. Der Radio hat bestimmt sein Bestes da gegeben. Allerdings war es bei dem Friseur, also bei Radio, auch relativ voll. Ja? Also da kamen immer dauerhaft Leute rein und es gab ein leichtes Problemchen mit der Dame, die eigentlich meine Braids hätte machen sollen. Aber gut, wie ihr sehen könnt, der Bart ist auch sehr, sehr gerade, ja? Also sehr konturig, sage ich mal. Sehr harte Kanten reingemacht. Ist Geschmackssache, ja, ob man das so macht. Ich bin eher der Typ, bei mir soll es lieber natürlicher aussehen, ja, wie man jetzt hier auch sehen kann. Aber wie gesagt, ich bin ja immer offen für alles. Ne? Bart ist mittlerweile gemacht, wie man sehen kann. Ja. Und die Lady, die meine Braids machen soll, die hat eben ein bisschen verschlafen. Und wir wissen ja, Südamerika, da nimmt man es nicht ganz so genau mit der Zeit. Also da warten wir jetzt drauf, bis sie kommt und dann geht's los mit dem. Ich bin dann übrigens nach draußen gegangen, weil da drin war wirklich so viel los. Föhn an, dies, das, da konnte man gar nicht vernünftig reden. Aber ich sag trotzdem, Leute, ist ein cooles Feeling da. Ja? Es ist nicht so wie in anderen Barbershops. Ist einfach anders. Ja? Wenn man Südamerikaner kennt, vielleicht Südamerikaner im Freundeskreis hat, dann weiß man, die ticken einfach ein bisschen anders. Da ist einfach ein bisschen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal, da vorbeizuschauen bei Ready. Let's. Es geht los. So Leute, und da könnt ihr mal sehen, was ich für eine Mähne auf dem Kopf hat und auch wie kräuselig meine Haare sind. Das ist echt unglaublich. Das sieht man auf dem Bild jetzt nochmal ganz gut. der hat die Haare erst so ein bisschen angefeuchtet mit so einem Spray. Und dann hat er versucht, die Mitte zu finden, das macht er jetzt gerade da, damit die Braids, Cornrows, halt auch passend in der Mitte halt zusammen sind und halt nicht irgendwie, also dass mein Mittelscheitel genau getroffen ist. Hat ein bisschen gedauert, bis er das gefunden hat. Da sieht man es nochmal, da versucht er ganz genau die Mitte zu treffen. Da sieht man auch seinen Blick, ja. Er guckt ganz genau, ist das die Mitte oder ist es nicht die Mitte. Radio hat das nämlich jetzt dann übernommen, weil die Dame, die eigentlich hätte meine Braids machen sollen, die ist leider nicht mehr gekommen an dem Tag. Dann hat der Chef persönlich Hand angelegt. Und er zieht die Mittelscheitel dann auch wirklich ganz komplett bis nach unten runter und teilt die Haare wirklich in zwei Hälften auf. Und weil ich halt so eine Mähne auf dem Kopf hatte, hat er dann auch die Haare zur Seite gelegt, ne, damit er überhaupt vernünftig arbeiten kann. So Leute, und jetzt ging's los. Jetzt ging's los mit dem Flechten und ich sag euch, das ist nicht ohne. Ja? Ich bin zwar eine Pussy, aber Leute, das ist echt nicht ohne, weil der flecht das wirklich sehr, sehr stramm. Und das tut schon weh, wirklich jetzt. Schaut euch mal mein Gesicht an, ne? Sagt mehr als Worte. Und da sieht man schon, die erste Bahn ist komplett geflochten. Und wenn er das flechtet, dann nimmt er immer so ein bisschen Gel dazu. Ja, Gel oder was ist, ich glaube, das war Gel. Oder so eine gelige Masse auf jeden Fall. Ich habe nicht ganz genau darauf geachtet, was das für ein Produkt war oder ist. Aber jedes Mal macht er so ein bisschen Gel drüber, dann flechtet er das wieder zusammen. Hat immer drei Strähnen und dann flechtet er das, ein bisschen Gel drüber, flechtet das, ein bisschen Gel drüber. Und das dauert auch schon. Diese ganze Reihe, also das runtergeflochtene, die erste Reihe hat bestimmt eine Viertelstunde gedauert. 10 Minuten, Viertelstunde. Heißt, wenn ihr mal Braids machen wollt, ihr müsst euch auf jeden Fall Zeit einplanen. Da sieht man diese gelige Masse noch auf seiner Hand, beziehungsweise auf seinen Handrücken. Das hat er immer darüber geschmiert, damit es auch schön hält und damit die Haare halt auch dementsprechend wohl gebändigt werden. Und Leute, es tut weh. Ja, kann man nicht anders sagen. Es tut weh. We'll be right back.
Wisst ihr, was richtig geil ist? Der Rady, so lustig, er hat einfach ständig seine AirPods in den Ohren gehabt und hat alle Telefonate, die während des Tages reingekommen sind, einfach noch bearbeitet. Ja? Also wenn irgendwelche Leute Termine ausgemacht haben, hat er einfach ständig telefoniert. Also der hat, glaube ich, drei Sachen gleichzeitig gemacht. Die Haare gemacht, telefoniert und den Laden geschmissen. Also Respekt. Und da seht ihr in meinem Gesicht, das war nicht so angenehm, Leute. Und hier sieht man auch nochmal tatsächlich, wie lang schlussendlich auch meine Haare zu dem Zeitpunkt waren. Also echt, ich sehe zwar aus, als ob ich hätte ich gerade eine Tüte geraucht, aber da gab es keine Tüte. Jetzt sieht man, die Hälfte ist an diesem Zeitpunkt geschafft. Drei Reihen sind durch. Und ich war auch echt happy, ja, dass die drei Reihen dann durch waren, weil, ja, dauert halt ein Weilchen. Und müsst ihr euch vorstellen, wenn eine Reihe so 10 Minuten, viele Stunde dauert, drei Reihen auf der einen Seite, drei Reihen auf der anderen Seite, dann wisst ihr ungefähr, wie lange ihr da sitzt. Also Leute, Hälfte ist geschafft. Und ich muss sagen, während er die Braids macht, ja, also die Ladies übrigens nicht gekommen, die meine Braids machen wollte, aber während Brady jetzt persönlich meine Braids macht, das zieht halt schon ein bisschen. Ja, also aber wenn man das sich so anschaut, also dieser Übergang, auch der Bart, ganz oben hat er natürlich relativ kurz gemacht, aber das sieht natürlich mit dem Braids zusammen, eigentlich in Kombination, wenn man sowas tragen möchte, natürlich ganz gut aus. Und er hat die Braids auch, wie ich finde, ganz gut hingekriegt. auch sehr regelmäßig, gleichmäßig. Sieht gut aus. Während er ihn macht, jetzt ist die erste Hälfte durch. Jetzt geht es eigentlich. Ich freue mich jetzt, wenn wir die zweite Hälfte durch haben und dann ist Wochenende. Und Leute, da seht ihr das, ja? Der zieht richtig da dran, damit das richtig stramm wird, weil normalerweise tragen die Latinos ja locker sowas für 2-3 Monate, lassen die es in den Haaren drin. Von daher ist es wirklich richtig, richtig stramm gezogen. Und dieses Strammziehen, das tut auch auf der Kopfhaut enorm weh. Da muss man sich drauf einstellen. Es kann sogar sein, dass bei manchen Leuten, habe ich gelesen, auch die Kopfhaut reißt zum Teil, weil halt so stramm gezogen wird. Das ist echt nicht angenehm. Ja? Überlegt euch das vorher, ob ihr das machen wollt, weil das ist auch nicht gesund für die Kopfhaut. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gesund ist. Man muss da schon ein bisschen robust sein. Machen weiter. Leute, da seht ihr nochmal ganz klar an der einen Seite unter dem Ohr, wie er da zieht. Ich lasse das mal weiterlaufen, aber da sieht man auch schon da unten, wie das noch nach hinten gezogen wird. Da tat es gar nicht mehr so doll weh, auf der Kopfhaut tat es doller weh, aber da sieht man nochmal, dass wirklich richtig gezogen wird. Also was für ein Giss er mir da auf den Kopf gemacht hat, weiß ich gar nicht, das war irgendein Schaum. Aber es sah auf jeden Fall lustig aus. Das Ganze muss natürlich nochmal mit Haarspray fixiert werden, ja. Dann habe ich natürlich auch den Nelly gemacht. So, jetzt überleg mal, jetzt hat er mir davor noch, also nachdem er fertig war, er hat die Braids mit Gel geflochten, dann hat er anschließend noch einen Schaum drauf gemacht, Haarspray drauf gemacht. Jetzt macht er mir, ich weiß gar nicht, wie das Teil heißt, was man da über den Kopf zieht, ich sage jetzt mal, einfach das Teil. Er hat mir das Teil über den Kopf gemacht und jetzt föhnt er das auch noch. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie fest die Braids werden. Ja, also die sind wirklich richtig bombenfest. Dann hat er noch die restlichen Haare halt weggeschnitten, aber da sieht man, dass auch die Form der Braids nochmal richtig platt auf dem Kopf zusammengedrückt wurden durch das Prozedere gerade.
Ihr könnt mich jetzt buchen unter rentarapper.com. Mein Name ist DK. Egal, wer will. Ja, 50 Cent, Bitcoin, dann Start, Leute. Ohne Scheiße, ich sehe echt aus wie ein Rapper, oder? Also ich meine, das ist überhaupt nicht mein Style. Ja? Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil ich halt ein offener Typ bin. Ich will einfach alles mal mitmachen so. Und meine Freundin Ready, wie gesagt, empfohlen hat. Sieht echt lustig aus, ja? Aber jetzt passt mal auf. Wenn ihr jetzt genau hinschaut bei diesem Bild, ja? Links oben, wenn man sich das Bild betrachtet, da ist im Prinzip, ich weiß, es könnte tatsächlich meine Geheimratsecke sein, aber das sieht es so aus, ob die linke Reihe, die zweite Reihe an der linken Seite ein bisschen, also dass da entweder die Geheimratsecke größer ist auf der rechten Seite, aber das sieht hier an dieser Stelle ein bisschen komisch aus. Obwohl er es wirklich meiner Meinung nach relativ gerade hinbekommen hat, alles. Aber ja, dann sieht man das. Das war übrigens richtig geil, er hat meine Augenbrauen, also es war jetzt nicht mehr der Radius, war jemand anders da im Shop, aber der hat die Augenbrauen richtig nice gemacht. Der hat die Augenbrauen rasiert, mega cooler Typ, ja, also hat das wirklich Bombe gemacht, hat ein Psychologiestudium absolviert und hat dann irgendwie gesagt, ich habe ein bisschen mit ihm gequatscht, er kam aus Amerika und sagte zu mir so, ja, ich habe irgendwie viel mehr Bock Haare zu schneiden, als meinem Psychologiestudium nachzugehen. Also er hat das Psychologiestudium beendet, hat einen Master gemacht. Finde ich richtig geil, ja? Wenn Leute so krass in dem aufgehen, was sie machen, dass sie sagen, hey, scheiß drauf, das, was ich eigentlich gelernt habe, drauf geschissen, weil mir macht Haare schneiden viel, viel mehr Spaß. Und ich muss sagen, ja, bis heute Bombe. Auch gerade hier an dieser Stelle hat mit einem Rasiermesser die Haare unterhalb der Augenbraue, also nach unten hin, wegrasiert. Muss man auch können, ja? So Leute, der Tag war lang, aber wie ihr sehen könnt, ich habe es tatsächlich gemacht, die Braids sind fertig. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, allein wegen dem Feeling. Welcher Rapper hatte denn nochmal so Braids? War das Daddy Yankee? Aber das sieht echt aus wie so ein Rapper. Also du könntest mich direkt so einen amerikanischen Gangsterfilm reinmachen, der Deutsche unter dem Schwarzen, ja? Also ein bisschen Latino-Feeling ist hier auf jeden Fall mit garantiert, wenn du zu Ready gehst. Das hat ein bisschen wehgetan an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn er am Ziehen ist und die halt wirklich am Flechten ist. Ja, sag mal so, ich bin ja auch eine Pussy, okay? Auch eine Pussy, aber es... Aber da sieht man auch dieses Ziehen einfach nochmal, ja, Leute, müsst, ich habe es jetzt schon oft genug gesagt, ihr müsst es einfach einplanen. Also wenn ihr das macht, dann tut das weh, dann dauert es auch lange, ja, ihr müsst locker 2 Stunden einplanen für das Ganze, für die Braids machen, ja, nur für die Braids machen, Minimum 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie lange eure Haare sind. Echt ein bisschen weh, das Ziehen, aber am Ende des Tages, ja, ihr könnt mich jetzt buchen als Rapper, ja, rentrapper.com. War eine lustige Erfahrung und wenn irgendjemand nochmal Braids haben möchte, schaut bei Rady hier beim Barbershop in Berlin vorbei und ich würde mal sagen, let's rap now. Ja Leute, also es war auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr interessante Erfahrung, dass das nicht mein Stil ist und dass ich meine die Braids auch nicht so gelassen habe. Gar keine Frage. Ich wollte einfach nur für euch ein cooles Video machen, euch mal ein bisschen Entertainment bieten und mal was anderes ausprobieren, denn ich bin wirklich ein offener Typ. Summa summarum, ich habe die Braids am gleichen Abend wieder rausgemacht, aus dem Grund, weil ich unfassbare Kopfschmerzen hatte. Das Ganze hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, weil die Dame halt verpennt hatte, die mir meine Braids machen wollte. Deshalb war ich fast den ganzen Tag da unterwegs. Aber ich hatte abends wirklich enorme Kopfschmerzen von den Braids, dass ich die ganzen Braids wieder rausgemacht habe. Also ich hätte die tatsächlich auch sogar noch, weiß nicht, so 2-3 Tage vielleicht drin gelassen, aber es tat so weh. Also ich bin generell jemand, der relativ schnell Kopfschmerzen bekommt und das war wirklich extrem an dem Abend. Das habe ich gesagt, okay, raus damit. Die kann man dann einfach, hinten sind so kleine Gummibänder drin, die kannst du rausmachen und dann einfach rausmachen und fertig ist die Kirsche. Also das ging relativ easy von der Hand. Wenn du aus Berlin kommst, ja, und dir Braids machen möchtest, dann mach das auf jeden Fall bei Rady. Lustiger Laden, ja, also die Latinos sind immer irgendwie lustig, ist ein geiles Feeling da und es war auf jeden Fall eine super interessante Erfahrung und ich hoffe, dass ich euch mit dem Video ein bisschen entertainen konnte und auch mit diesem Video einfach nochmal einen etwas größeren Mehrwert bieten konnte als mit dem eigentlichen Video an sich.